fühle mich gerade wie Attila Hildmann, wenn ich hier so einen Kameramann niederschlage. Das tut mir total leid, aber... Heute treffe ich Lars Klingbeil, 42 Jahre, Magister der Politikwissenschaft, seit 2009 im Bundestag und seit Ende 2017 Generalsekretär der SPD. Und er war Sänger und Gitarrist der Band Sleeping Silence. Hallo. Moin. Die gute Nachricht vorweg, ich bin nicht mehr in der SPD, das heißt, wir können uns endlich wieder siezen. Ausgetreten? Ja. Das schmerzt jetzt aber. Wirklich? Das ist ja gleich ein blöder Einstieg jetzt für uns beide heute, oder? Ja, aber Sie können mich natürlich heute überzeugen im Verlauf des Spiels. Vielleicht trete ich wieder ein und können wir uns wieder duzen. Kann ich heute gewinnen? Also gewinnt einer von uns beiden? Es ist wie in der SPD, man kann nur verlieren. Jetzt wird der Spielleiter zu uns stoßen, oder die Spielleiterin in dem Fall. Ja, ihr werdet gleich eine Zeitreise machen ins Jahr 3007, also relativ weit in die Zukunft. Und eure Aufgabe ist es, die Welt zu retten. So, Herr Klingbeil, wir haben also mehrere Avatare. Sie können sich jetzt einen aussuchen. Welches Tier gefällt Ihnen am besten? Der Fuchs. Und so als großer Hip-Hop-Fan, absolute Beginner, Füchse. Weil so spontaner Impuls und der ist meistens richtig, also nehme ich einen Fuchs. Ist der Fuchs nicht auch ein bisschen hinterlistig? Ja. Sind Sie auch ein bisschen hinterlistig? Nee. Trotzdem. Ich habe jetzt gesagt, warum ich den nehme. Aber okay, alles klar. Ich merke, Sie werden ungeduldig, Sie sind heiß. Ich will spielen jetzt, ja. Ja, dann nehmen Sie diesen Würfel und jetzt gehe ich mal davon aus, man steckt den da irgendwo rein. Und zack, sind Sie ein Fuchs. Wir werden euch jetzt auf die Erde teleportieren. Viel Glück. Das ist heftig. Sie haben auch, glaube ich, ein bisschen Klaustrophobie, ne? So ein bisschen, oder? Spätestens gleich würde ich das wahrscheinlich feststellen, ja. Wir sehen verschiedene Spiegel- und Laserstrahlen. Wir müssen ja heute die Welt retten, Herr Klingbeil. Mhm. Was wird schwieriger, die Welt retten oder die SPD? Was glauben Sie? Die Welt. Okay. Ich lasse Sie mal machen, weil ich check's gerade gar nicht. Mhm. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, was Sie da machen. Oh, ja, noch ein Stück zurück, dann... Ja, top. Herr Klingbeil, was macht die SPD eigentlich immer mit ihren Vorsitzenden, dass die dann wutentbrannt gehen und nach ihrer Karriere eigentlich genau das Gegenteil von einem Sozialdemokrat machen? Sigmar Gabriel, dann macht da Deutsche Bank, Tönnies, Bild. Was läuft da schon? Ja, für den kann ich nicht reden. Den habe ich ja nicht erlebt als Generalsekretär. Ich habe Andrea Nahles erlebt, die hat sich, finde ich, super verhalten. Ich habe Martin Schulz erlebt, der ist Bundestagsabgeordneter, der macht auch vernünftig den Job. Was mit Sigmar ist, weiß ich nicht, aber die anderen haben sich alle vernünftig verhalten. Also es gibt ja leider viele ehemalige Vorsitzende und nur weil einer sich so verhält, kann man ja nicht sagen alle. Werden Sie sich auch irgendwann abwenden von der SPD? Sauer? Man tritt ja nicht aus einer Partei, wissen Sie ja. Das heißt, Sie wollen kein Vorsitzender werden? Doch, vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht. Ne, sowas. Ich habe gerade einen super Job, aber ich werde mich nicht von meiner Partei abwenden. Aber ich merke auch, Sie sind in besserem Shape als letztes Mal. Sie haben abgenommen, Sie wirken sportlicher, das lässt darauf schließen. Das ist mein Avatar. Ja. Ich meine doch davor. Das ist mein Avatar, der sieht gut aus. Ne? Vielleicht bald. Ja, aber es wirkt so, als wären da durchaus Ambitionen. Sieht auch gut aus. Ja, als Avatar oder in echt? Als Avatar. Als Äffchen sehe ich also besser aus als in echt. Ja. Gut, das war kein Kompliment. So, ich habe hier schon den zweiten übrigens fertig gemacht. Ich bin hier schon. Ach, Sie haben den zweiten fertig? Okay, dann fehlt jetzt nur noch. Rot-Grün ist schon fertig. Dann fehlt nur Rot. Das ist ja. Ist es Zufall oder haben Sie extra erst Rot-Grün gemacht? Nee, das ist Absicht. Das ist ein Zeichen. Jetzt hier in der Sendung setze ich jetzt ein politisches Statement. Dann müssen wir. Aber Blau lassen wir dann weg, ne? Die AfD? Ja, die brauchen wir nicht. Ich fürchte doch, sonst kommen wir hier nicht raus. Na gut, dann. Jetzt müssen wir den blauen Strahl auf den Spiegel lenken und jetzt zur Decke. Das war's. Dann würde ich sagen, in den Aufzug. Kann man hier durchgehen? Ja. Eins oder drei, wo wollen Sie hin? Drei, immer nach ganz oben. Immer nach ganz oben. Okay, also. Wir sehen eine Kopiermaschine. Wir sehen verschiedene Rohre. Und meine Vermutung ist, wir müssen diese Rohre an diese Apparatur anbringen. Ich meine, als Mitglied einer Arbeiterpartei werden Sie ja eigentlich handwerkliches Geschick haben, oder? Eigentlich nicht, aber ich tue jetzt mal so. Ne? Davon brauchen wir auf jeden Fall erstmal viele hier. Aber ne? wie ist das mit dem handwerklichen Geschick? Das macht meine Frau alles. Jetzt ernsthaft? Die hat da wirklich Talent, ja.
Können Sie gar nichts Handwerkliches? Ich kann nichts, nee. Nichts? Kann ich meine Lampe anbringen. Ah, okay. Sie sind ja so, so der Mann fürs Digitale, kann man sagen. Sie sind die Dorothee Bär der SPD? Ja, so schöner. Doro mag ich, das können Sie gerne so sagen, ja. Die ist in Ordnung. Echt, die mögen Sie? Doro finde ich super, ja. Aber auch im digitalen Bereich, ist sie gut oder ist sie eher ein Problem? Nicht alles, was sie macht, finde ich richtig, aber so gegen die Vorratsdatenspeicherung ist sie ja auch und so. Ich finde, sie hat da schon gut was verändert in der CSU. Gerade ist das hier eher so ein Rohrkrepierer statt ein Rohrkopierer. Ja, jetzt. Ah, okay. Was qualifiziert Sie eigentlich im Bereich Digitales? Reicht es da in der SPD, wenn man ein paar Turnschuhe hat und einen selbstgeführten Twitter-Account? Na, ich bin ja 2009 im Bundestag gekommen. Und ich wusste, wie man ein iPhone neu startet. Ich hatte eine Facebook-Seite und ich war jung. So, das hat mich qualifiziert. Und dann haben die Älteren mich gefragt, ob ich das machen will. Und das und reichte damals ganzen, schon, dass man wusste, wie ein iPhone funktioniert? Ich habe natürlich politisch mit dem Thema auch viel zu tun gehabt. Aber es war dann ganz interessant, weil es kamen viele Kollegen, die wussten, dass ich Digitalpolitik mache. Und immer, wenn die Probleme mit dem iPhone hatten oder wenn die kein Ladegerät dabei haben, dann sind sie der Meinung, sie gehen jetzt mal zu mir und ich kann ihnen helfen. Und konnten Sie helfen? Ich hatte immer ein Ladegerät dabei, ja. Und einen Restart beim iPhone kriege ich auch noch hin. Sie helfen mir nicht hier, ne? Ja, ich bin jetzt schon echt kurz davor. Also ich würde Folgendes vorschlagen. Das ist zu niedrig. Was müssen wir tun, damit Deutschland nicht den Anschluss verpasst an die Digitalisierung? Ich glaube, erstmal wäre es gut, wenn das nicht der Scheuer macht. Ja. Der ist ja schon mal ein Problem. Ich meine, generell wissen wir ja eigentlich, was zu tun ist. Wir müssen endlich beim Breitbandausbau vorankommen. Wir müssen gucken, dass wir die Schulen modernisieren. Schafft. Die einzige Rohrleitung, die noch langsamer gebaut wurde in Deutschland, ist die Glasfaser. Ja, das stimmt. Okay, jetzt sind hier solche Zepter drin. Müssen wir uns jetzt schlagen damit? Nein, wir sind ein Team. Ja. Ja, wir sind ein Team. Wenn wir jetzt Söder und Laschet wären, würden wir uns schlagen damit, aber... Ist schon so, oder? Ja. Genießt man das bei der SPD dann auch, sowas? Ja, wenn die kleinen Jungs sich da streiten, wer am stärksten ist, das kann man noch mal genießen, wenn bei denen mal der Streit ist. Oder? wer glauben Sie, wird gewinnen? Von den beiden? Ja. Das weiß ich nicht. Markus oder Söder, wer wird gewinnen? Ich glaube, dass am Ende Friedrich Merz noch eine Rolle spielen wird bei denen, aber... Echt? Lass uns mal überraschen da. Okay, ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Ah, da ist was, ja. Und tatsächlich... Boah. Hi. Hi. Jo, nicht runtergucken. Hey, sind Sie schwindelfrei? Nee. Aber irgendwie kann man damit schmeißen. Also man muss diese Bälle... Ja, da hinten. Ja, ich glaube auf diese farbigen... Oh. Oh Gott, was war das denn? War ich das? Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Hier ist aber wirklich was runtergefallen. Ich hoffe, das war jetzt kein Kameramann oder so. Haben Sie einen Kameramann niedergeschlagen? Oh Gott. Ja, also werfen können Sie. Sie waren ja auch mal in der Antifa. Ich fühle mich gerade wie Attila Hildmann, wenn ich so einen Kameramann niederschlage. Das tut mir total leid, aber... Sorry, das war mein Elan. Ja. Aber ist das noch aus der Zeit der Antifa? Da ist man werfen ja auch gewohnt. Also ich war ja nicht in einer gewaltbereiten Antifa. Wir haben gegen Nazizentrum uns demonstriert zu Hause. Also nur mit Farbbeuteln geworfen? Ach, nicht mal sowas. Was ist denn Antifa? Das sind Leute, die sich antifaschistisch engagieren. So, das war richtig. Sie helfen mir schon wieder nicht, ne? Ja, Sie wollen ja Fragen stellen. Ich habe halt auch keine Ahnung von diesem Spiel. Sie sind da einfach ein bisschen klüger als ich. Eine Sache verstehe ich nicht. Ja. Sie waren ja im Präsidium Förderkreis... Deutsches Heer. Deutsches Heer. Ja. Und haben aber vorher Zivi gemacht. Mhm. Wie passt das zusammen? Also Krieg ja, aber wenn andere hin müssen? Es gibt ja, ich bin ja im Verteidigungsausschuss, also jetzt nur noch stellvertretendes Mitglied. Und da ist man immer Berichterstatter für einen bestimmten Bereich. Ich finde ja auch schlimm, wenn im Bildungsausschuss nur Lehrer wären oder im Landwirtschaftsausschuss nur Landwirte. Aber hat man Sie denn da beim Deutschen Heer als Zivi überhaupt ernst genommen? Das hat lange gedauert. Finden Sie es jetzt nicht problematisch als Politiker, dass Sie mal im Präsidium eines Lobbyverbandes waren? Ich war da dreimal auf Sitzung. Ich habe da kein Geld für gekriegt. Ich hätte doch kein Geld für angenommen. Ich habe da politisch beraten, was los ist. Und ich sage Ihnen, wenn Sie einmal
ist jetzt komisch, das in so einer Situation hier zu sagen, aber wenn Sie einmal bei sich im Wahlkreis in der Kirche sitzen, weil Soldaten aus Ihrem Wahlkreis in Afghanistan umgekommen sind, dann will man sich dafür engagieren, dass es eine ordentliche Ausrüstung, eine Ausstattung gibt. Man kann immer noch gegen so einen Einsatz der Bundeswehr sein. Aber wenn das politisch entschieden ist, wenn der Bundestag gesagt hat, wir schicken da Soldaten hin, dann finde ich, muss man sich als Politiker dafür einsetzen, dass die eine gute Ausrüstung bekommen. Und das habe ich getan und das finde ich völlig vertretbar und legitim. Dann heißt es jetzt nochmal, ich höre, die Zeit läuft ab, wir müssen jetzt nochmal Gas geben, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen hier, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt noch auf den großen hier wahrscheinlich. Ja! Ihr habt es geschafft, die Menschheit ist gerettet. Dankeschön. Ich würde sagen, wir können die Brillen hochziehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Angst habe vor diesem Moment, wenn hier so ein Kameramann rumliegt. Himmel, meine Frisur ist ja ganz durcheinander. Nee. Ne, wie vorher. Ja, ja, dann heißt es jetzt, sich wieder der Realität stellen oder wie man bei der SPD sagt, Wahlabend. Vielen Dank. Herr Klingbeil. Pass auf, wir haben nicht viel Zeit. Du musst den Kanal der Heute Show abonnieren und neben mir auf weitere Videos klicken, um die Welt zu retten. Ich halte dir den Rücken frei.